Klirrend kalt ist es am Freitagabend in Hannovers Innenstadt. Vor der Nikolaikapelle an der Goseriede bereiten sich die HelferInnen vom Kältebus der Johanniter auf ihren abendlichen Einsatz vor. In ihrem Bus haben sie warmes Essen, heiße Getränke, aber auch Hygieneartikel und Schlafsäcke geladen. All dies wollen die HelferInnen heute Abend an wohnungslose und bedürftige Menschen ausgeben. Denn der Winter trifft Menschen ohne Obdach besonders hart, wie Elke Weste, ehrenamtliche Helferin von den Johannitern, berichtet. Die Leute frieren, das ist ganz großes Thema. Die Leute haben Hunger, die Leute haben Durst. Sie brauchen Dinge des täglichen Bedarfs. Wenn ich denke, sie gehen hier raus in die Kälte, wissen nicht, wo sie schlafen sollen, ist das doch traurig in unserer Gesellschaft eigentlich. Seit 2007 rückt der Kältebus der Johanniter jeden Winter aus. Und auch in diesem Jahr kommen die HelferInnen an 3 Tagen in der Woche in die Stadt. Erst an die Goseriede, später dann an den Kröpke. Für jeden Bedürftigen soll es dann eine warme Mahlzeit geben. Für die ehrenamtlichen HelferInnen bedeutet dies eine Menge an Vorbereitung. Ja, heute zum Beispiel haben wir 7 Kilo Mett gehacktes gemacht als Mettbällchen für Kurt Büller. Wir haben 5 Kilo Gemüse geschnibbelt und 10 Kilo Kartoffeln. Das gab es heute. Und dazu haben wir noch Kekse gebacken und heiße Schokolade gemacht. Also es hat so 3,5 Stunden gedauert. Aber was treibt die HelferInnen an, sich selbst der Kälte auszusetzen? In erster Linie ist es so, die Dankbarkeit oder das Feedback, was wir hier kriegen von unseren Leuten, also von unseren Kunden, das ist sensationell. Wir kennen mittlerweile alle Geschichten von denen und mein Team. Dieses Team, was wir hier haben, das ist unfassbar motiviert und sensationell. Dabei hat sich durch die Coronavirus-Pandemie auch die Arbeit des Kältebusses geändert. Sichtschutz, Abstandshalter und Handdesinfektion gehören nun auch zur Ausrüstung. Dennoch wollen sich die HelferInnen von der Pandemie nicht entmutigen lassen. Helfen ist helfen, ob mit Corona oder ohne Corona. Das ist eigentlich egal. Ich denke auch, wenn man dem Ganzen mit sehr viel Respekt entgegentritt, der ganzen Corona-Sache, wenn man sich vernünftig impfen lässt, boostern lässt, denke, dann kommen wir da auch durch. Wir schaffen das. Hat die Kanzlerin gesagt, sage ich auch. Und so tun die HelferInnen des Kältebusses ihr Möglichstes, um Menschen ohne Obdach auch im zweiten Corona-Winter tatkräftig zu helfen.